Hallo, stell dich mal bitte kurz vor. Hallo, ich bin Barry Veenemann. Ich bin Fahrer von Sohn BMW Alpha Superbike Team. Und wir haben dieses Jahr IDM Superbike gefahren auf die neue BMW S1000. Okay, ich mache mal einen Schwenk auf dein Motorrad. Sieht gut aus. Glaubst du? Bist du zufrieden mit deiner Maschine? Mit der Maschine schon, ja. Wir haben dieses Jahr gut gemacht, technisch gut, aber meine Leistungen waren manchmal ein bisschen Fehler gemacht. 15 am Ende war okay, aber nicht gut genug. Soll besser sein. Ja, aber es sind die Punkte auf jeden Fall. Ja, es sind Punkte, aber wir gehen für Gewinn und nicht für Punkte. Du willst Erster sein. So muss es sein. So muss es sein, genau. Ja, verstehe ich. Okay, was war das besonderste Erlebnis, das du bisher im Rennsport hattest, seit du fährst? Mein besonderes Erlebnis? Oder gefährlich oder aufregend? Gefährlich, aufregend. Podiumfahren im World Supersport war gut. Ich habe die 24 Stunden von Le Mans gewonnen auf Superbike. Das war auch sehr gut, weil nach 24 Stunden harter Arbeit zu gewinnen ist gut. Ich habe einen meiner besten Freunde verloren auf die Rennstrecke. Das war nicht gut, das war auch ein hartes Jahr. Aber Rennen zu gewinnen ist das Beste, was man haben kann. Woher kommst du? Aus Holland? Oder? Aus Holland. Ich komme aus Holland, an der Plaza Zwolle. Das ist etwa 40 Kilometer von Assen entfernt. So ja, Assen ja, Assen ist meine Heimstrecke. Und dort lebe ich. Wenn du jetzt nicht aus Assen gekommen wärst, dann hätte ich mich sehr gewundert, wie ein Holländer in dem flachen Gebiet überhaupt Kurven fahren lernt. Da gibt es sogar keine Berge in Holland. Nein, wir haben keine Berge, aber doch, wir haben ein kleines bisschen Gebirge. Ah ja, weißt du, wir haben nur zwei Rennstrecken und das ist schwierig, um zu üben. Aber wenn ich mal jünger war, sind wir sehr viel nach Spanien gegangen und auch Deutschland gefahren und Frankreich. Und so lernt man ein bisschen Rennfahren. Du hast also ganz normal angefangen, wie jeder, einfach Moped fahren oder schon als Kind? Nein, ich bin sehr spät angefangen, weil ich habe erst Windsurfen gemacht und dann bin ich Motorradfahren habe ich dann gemacht. Und mit 18 Jahren habe ich so eine Supersport 400 Klasse war da damals und damit habe ich angefangen. Mhm. Und so ist das jedes Jahr ein bisschen besser gegangen. Mhm. Das war dein Einstieg. Und wie sind die Zukunftsaussichten? Bist du, also ich weiß nicht, ob du darüber reden darfst, bist du 2011 wieder dabei? Ja, schon. Nicht alles ist klar, aber ich werde sicherlich IDM Superbike fahren. Mhm. 2011 auch in holländische Meisterschaft werde ich fahren. Mhm. Auf BMW, das ist auch sicher. Mhm. Und ich hoffe, dass das ganze Team so zusammen bleibt, wie es jetzt ist. Mhm. Aber das müssen wir die nächste Woche mal sehen. Okay, dann danke ich dir vielmals für das Interview. Sehr nett. Dankeschön, kein Problem. Wir sehen uns mal, gell? Ja, tschüss.